So, müsste ich aber mal ganz kurz nachschauen. Rohr. Transport. So. Wir brauchen das Wooden hölzernes Transportrohr. Holz, Glas, Holz. Okay. Müssten wir eigentlich hinkriegen. 10 davon. Nehme ich mal alle raus. 0. Eichenholzbretter. So, aus denen machen wir jetzt mal. Glas. Ja, komm. Dann wollen wir mal. Zack. Zack. Und zack. Oh Gott, ich glaube, das wird zu viel. 64. Dann machen wir erstmal 64. So, die sehen so aus. Man muss sie, glaube ich, noch mit einem Goldrohr verbinden, so wie ich weiß. Also, mache ich zumindest. Also, nicht immer, sondern manchmal. Transportrohr. Goldenes Flüssigkeitsrohr. Goldenes Transportrohr. Gold. Ja, dachte ich mir fast. Da nehme ich alles raus. Da müssen wir jetzt ein bisschen Gold investieren. 10 Stück, das ist erstmal nicht schlecht. Aber das kostet natürlich immens Ressourcen, also 40? Ja gut. Hab ich, ja, gut. Also das ist schon mal nicht schlecht, jetzt kann man es nämlich auch verbinden. Zack, dann geht das alles auch viel schneller. Dann lässt sich das alles richtig schön einsortieren. Der Haken ist, ich muss das noch rausfinden, wie das richtig funktioniert. Es sortiert nur, wenn überall voll ist und nirgends anders kein Platz mehr frei ist. Sonst, wenn ich zum Beispiel die Erdbeeren oben reinschmeiße, sortiert es die irgendwo, wo es am schnellsten hinkommt, ein. Wenn aber überall in jedem ein Item drin ist, sortiert es da ein, wo schon mal eins drin ist. Das ist ganz komisch. Ich muss gucken, wie ich das noch lösen könnte. Aber ich musste hier auch mal irgendwo hinter die Wand kommen. Da bieten sich die Öfen an. Wie weit? 1, 2, 3. Ja, perfekt. Jetzt wird sogar erleuchtet. Perfekt. So, wie weit geht das jetzt? Müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie hier durchkommen, ohne große Schäden anzurichten. Also ich tue hier alles schön mit Koppel auskleiden natürlich. Das geht mir fast ein bisschen zu schnell mit der Schaufel. Oh. So. Weg, weg. Das geht ja noch weiter, ne? So. Naja, weiter ist relativ. Hier hört's auf. Mache ich denn vielleicht sogar zwei breit? Oh. Mist. Na, wir haben. Wenn wir was haben, dann ist es Koppel. Ah, hier hört's auf. Okay, hier hört's auf. Also muss es hier. Nee. Ich falle auch immer wieder drauf rein. Hier weitergehen, genau. Dann würde ich das aber schon fast zwei dann breit machen. So. Ich baue gleich schon mal ein bisschen weiter aus. Eigentlich bräuchten wir es gar nicht so weit. Kurz Mikro richten. Nice. Eigentlich bräuchte man es noch gar nicht so weit, aber ich möchte mich dann auch bewegen können. Und wenn die Rohre gleich drin sind, werdet ihr verstehen, was ich meine. Denn die brauchen ja einen Platz und irgendwo muss ich ja noch laufen können. So.
Erstmal weg mit dem ganzen Zeug. Ich kümmere mich jetzt erstmal gar nicht so drum, wie es aussieht. Sondern eher, dass ich überhaupt Platz habe. Oh nein, das brauchen wir schon nicht mehr. Der Eingang kann durch so sein, dass hier nichts spawnt. Mache ich aber nochmal. Vielleicht lasse ich den aber auch einfach so. So. Ich habe das noch nicht ganz genau ausprobiert. Ah, okay. Hallo. Oh Mann. Ach, da ist die Fackel im Weg. Ah, verstehe. So funktioniert das nämlich. Ich frage mich nur, warum ich ganz hinten... Nee, ich fange nicht ganz hinten an. Holz können wir jederzeit machen, Gold ist wertvoll. Also lasse ich die schon mal dran, die... Weißt du was, ich baue schon mal überall... Überall die Teile dran. Verstehst du jetzt, warum zwei breiter Gang? So, jetzt wird das nämlich hier angeschlossen. Nice, gib mir... So. Oh, das war's ja schon. So, jetzt verbinden wir die, glaube ich, noch so damit. Zack. Zack. Na, oh ja. Und zack. Ich mache das hier gerade das erste Mal. Also, nicht gleich irgendwie... erwarten, dass es jetzt gleich super toll wird. Holztür. Habe ich noch Holz hier? Ja, habe ich. Ich möchte das sehr gerne zuhaben. Das wäre mir sehr recht. Kann man lassen. Es gibt Schöneres. Aber man kann es so... einigermaßen anbieten. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Ich bin mir noch nicht sicher. So. Holz, Gold, Holz, Goldmischung. Das hat auch den Vorteil, dass es dann die Goldrohre geben einen Schub. Das heißt, dass es dann schneller rutscht. Immer wenn es auf das Gold kommt, rutscht es schneller. Wenn du verstehst. gut, dann müssen wir hier hoch. Na. Aber was ist hier? Da bin ich jetzt mal gespannt. Hi. Noch jemand? Wieso bleibt er stehen? Tschüss! Geh weg! Ah, das ist jetzt doof. Nee, hier ist echt doof, wenn wir rauskommen. Okay, Planänderung. Hier kommt's weg. Dann werden wir allerdings mehr davon brauchen, wie ich dachte. Ja, dann werde ich hier außen rum müssen. Hm. Ja. Moment mal. Ja, ich laufe auch außen rum. Bevor ich da jetzt ein Loch reinschlage, laufe ich außen rum. Ich kann doch auch... Oh, Mist. Oh Mist, die Gänge müssen sogar drei breit sein. Vielleicht mache ich auch was falsch, ich weiß es nicht.
Aber ich kann sie jederzeit wieder umbauen. Weg damit. So, weg. Und weg. Das lasse ich erstmal so jetzt. Ich gehe einfach jetzt hier raus. Dann bin ich halt neben dem Portal, aber... So. Dann gehe ich hier hoch. Ich sehe nichts. Egal, auf Verdacht buddeln. Ist immer gut, wenn der Sand oder sowas runterkommt. Sag mal, bin ich bald mal oben? Jetzt zerstören wir bestimmt unser Haus. Sag mal, wo sind wir denn hier? Ich mach das ja jetzt. Wo ist der Zuhause-Strahl? Egal. Wir kommen bestimmt jetzt irgendwo ganz... Nein. Nein, 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 nein. Wir werden sterben. Wenn ich nicht so gewieft reagieren würde. Okay, wir brauchen die Axt. Die könnte uns helfen. Na los! Ja, ich hätte gleich auf die Axt switchen müssen. Nein! Das heißt aber, wenn ich hier... Hier bin ich am Rand, dann bin ich hier genau im Raum. Das ist jetzt blöd, weil hier bin ich jetzt am Ende vom Raum, das heißt... Wenn ich hier eine Kiste hinstelle... Angenommen, genau hier. Oh oh. Autsch. Nur mal angenommen, das würde unter die Erde gehen. Nice. Hier kann man zusammenlaufen lassen. Das wäre perfekt. Das wäre wirklich der Idealfall. Das Skelett geht mir jetzt schon auf den Sack. Okay, ich gehe mal hoch. Dann lassen wir es eben da hinten zusammenlaufen. Dann machen wir hier mal wieder zu. Boah, das ist so eine Sache, da runterzukommen, ne? Okay, dann eben wieder nach oben. Prost! Ah, das dauert. Ich hätte vielleicht eine Truhe mitnehmen sollen. Habe ich Holz? Hab ich. Dann kann ich auch eine Truhe machen im Haus. Sofern ich eine Workbench hier gelassen hätte. Was ich natürlich nicht habe. Zack. So, jetzt haben wir nämlich eine Truhe. Die stelle ich. Nice. Machen wir vielleicht noch eine Truhe. Aber das sah eigentlich ganz gut aus, da unten drin. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Dass man hier einfach alles reintut. Dann macht man hier Zeug rein, das fällt da unten durch. Das ist eigentlich ganz nice und ein bisschen versteckt.
Ich mag das, wenn es nicht so offensichtlich ist. Weil da kann man jetzt auch einfach drüber laufen und merkt nicht mal was davon, dass hier überhaupt was ist. Das ist gut, das ist schon ziemlich geil. Da müssen wir nur noch anschließen und ich hoffe mal, dass das dann funktioniert. Ja, natürlich. So, dann können wir eigentlich schon wieder runter.